Heute ist ein ganz besonderer Tag. Und ihr fragt euch jetzt, warum ein besonderer Tag ist? Ich sag's euch, denn ich, Lumi, werde ab heute 100 Tage als Superheld überleben. Ihr habt richtig gehört. Ich wollte schon immer mal ein Superheld sein. Falls ihr auch schon mal immer ein Superheld sein wolltet, lasst jetzt alle ein Like da. Dann werdet ihr vielleicht auch alle Superhelden. Wow, ich würde sagen, schaut euch das Video bis ganz zum Schluss an und abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei meiner Reise als Superheld. Ich muss mich auch jetzt direkt auf die Reise begeben, denn ich habe einen geheimen Anruf bekommen. Ich soll nämlich in irgendeine komische Stadt gehen. Die soll hier ganz in der Nähe sein. Und da soll ich dann als Superheld ausgebildet werden. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich die Stadt gefunden habe. Oh, hier brennt ja alles. Oh Mann, oh Mann. Wartet. Da vorne ist Spidey. Boah, Spidey, Spidey, Spidey. Er steht einfach da. Spidey, Spidey. Hörst du? Hörst du mich, Spidey? Ja, ja, bleib stehen. Wir müssen ein Foto machen. Spidey, ey, komm schon bitte. Nein, was soll denn das? Spidey, bitte. Komm schon, wir müssen ein Foto machen. Ey, aua. Ey, du hast mich festgeklebt, du Blödmann. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das denn? Bitte, Spidey, Spidey, bleib hier. Boah, Mann, der Tag ist echt wirklich beschissen. Ich habe einmal die Chance, ein Bild zu machen und... Hey, stehen bleiben. Das ist ein Überfall. Was für ein Überfall, du Dummkopf. Mach dich aus dem Weg. Heute ist ein doofer Tag. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen, Mann. Hey, 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 gib mir deinen Diamanten. Sieht dieses hier noch im Spaß aus, dieses Messer? Hey, nein, nein, nein. Pack mal das Messer weg. Was willst du von mir? Willst du mich gerade wirklich ausrauben? Natürlich. Sehe ich aus, als würde ich Witze machen. Gib mir jetzt deine Diamanten her. Komm schon, gib her, gib her, gib her. Mann, das hat mir gerade noch gefehlt. Wo bleibt dieser Dummkopf jetzt? Jetzt könnte er mir echt mal helfen, komm. Mach schneller, komm schon, die Diamanten her. Ja, meinst du etwa diese Diamanten? Ich mach keine Späße mehr, gib mir die Diamanten her. Ja, ich zähle die nur noch mal ganz kurz. Jetzt beeile dich schon, Spider-Man, wo bist du? Ich brauch deine Hilfe, du Dummkopf. Meinst du wirklich die hier, ganz sicher? Willst du mich veräppeln? Jetzt gib die Diamanten her, oder es kocht. Also, ich hätte auch noch Blöcke. Beeil dich, Spider-Man! Ja, beruhig dich doch, ich... warte, Freunde, hört ihr das? Ich glaub, er kommt. Was ist das? Jetzt ist dir nicht mehr zu helfen. Jetzt ist alles zu spät, du Dummkopf. Was zur Hölle? Spidey, da bist du! Du hast ihn? Oh, du hast ihn vernichtet. Danke. Oh, du hast mir mein Leben gerettet und meine Diamanten. Aber alles gut. Ich werde dich nach keinem Foto mehr fragen. Ich weiß, dass du auch zu tun hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Aber ich weiß, dass du jetzt weiterarbeiten musst. Wir sehen uns dann. Oh Mann. Oh. Hey Kleiner. Doch. Bleib stehen. Warte. Spidey? Du kannst ja doch reden. Ich dachte, du kannst nicht reden. Ich würde wieder nach Hause gehen. Also du brauchst mir nicht mehr weiterhelfen, Spidey. Nein, aber vielleicht brauche ich deine Hilfe. Ja, also... Warte, was? Du, Spidey, du brauchst... Meine Hilfe von mir, der kleine Lumi, wie kann ich dir helfen? Ich würde dir liebend gern helfen, Spidey. Du merkst doch, die Verbrechen in der Stadt werden immer mehr und mehr. Es wird immer brutaler. Und langsam schaffe ich das nicht mehr. Meine Knochen werden schwerer. Ich bin nicht mehr der Fitteste. Du brauchst jemanden, der dir dabei hilft, die Verbrechen zu bekämpfen? Genau. Und ich weiß, das Ding jetzt im ersten Moment verrückt. Aber ich möchte dich adoptieren und dir alles beibringen, was ein Spider-Man so kann. Warte, was? Beruhig dich, beruhig dich. Du bist in meiner Geheimbase. Was ist das denn? Spider-Man-Anzüge, so weit, so viele, so groß, wie cool. Ich nehme alles zurück. Du bist ja wirklich Spider-Man. Ist das etwa deine geheime Spider-Man-Höhle, in der wir gerade sind? Natürlich. Und du weißt ja, was geheim heißt. Das heißt, du darfst das bitte niemandem sagen. Nein, sonst haben wir beide ein Problem. Du kannst auf mich zählen. Ich werde doch niemandem verraten, dass hier deine geheime Spidey-Höhle ist. Ich würde gern den hier haben wollen. Darf ich mir den jetzt nehmen? Du darfst ihn ja nehmen. Komm schon, du darfst. Ja, dann nehme ich mir mal die Maske, das T-Shirt, die Hose und die Schuhe. Okay,
Na los, zieh sie an! Zieh sie an! Ich bin so gespannt, wie du aussiehst! Okay, ich zieh's an. Die Schuhe, die Hose, das T-Shirt und die Maske! Wie cool siehst du aus! Oh, wie ein kleiner Spidey. Wow, wie cool. Ich bin einfach Spider-Man jetzt. Okay, aber warte mal, was ist das? Was ist das für ein Alarm? Was ist das? Heißt es etwa, dass Verbrecher kommen oder was heißt das? Oh ja, wir müssen los. Komm schon. Oh ja, mein erster Superhelden-Einsatz. Einfach als Spider-Man, wie cool. Spidey, darf ich jetzt den Popo von den Verbrechern versohlen? Ich will auch mal sowas Cooles machen wie du. Natürlich, komm, halt dich ran, wir müssen los. Die Zeit bleibt nicht stehen, wir müssen uns so beeilen, es ist wieder irgendwas passiert. Komm schon. Los, Beeilung, Spidey, wir haben nicht viel Zeit. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Ich glaube, mein Radar sagt Richtung Stadtmitte. Beim Fußballplatz ist irgendwas. Fußballplatz? Oh nein, nicht, dass mein Fußballtrainer wieder was Dummes angestellt hat. Ja, okay, lass uns beeilen, Spidey. Ich komme ja schon. Schnell. Oh, Spidey, guck mal. Das ist der Fußballplatz. Da spiele ich manchmal Fußball. Was ist denn hier los überhaupt? Da sind sie. Schau mal. Die schwarzen Gestalten sind wieder da. Und die haben überall TNT gemacht. Sie wollen das Stadion sprengen. Schnell, lass sie aufhalten, Spidey. Ich würde sagen, du links, ich rechts. Wir teilen uns auf. Ich gehe nach oben, warte und zack. Boah, ich hab mich hochgeseilt. Jetzt nimmt das hier dumm Gestaltene. Weg mit euch. Oh, rangezogen. Du bist der Nächste. Und du auch. Bam, weg mit dir. Und du auch, du Blödmann. Und super machst du das. Oh, warte mal. Oh, ich glaub, war's das schon? Wir haben alle platt gemacht, Spidey. Oh, wie schnell. Hast du gesehen, wie ich mich so richtig cool an den einen so, wow, rangezogen hab? Natürlich, ich bin richtig, richtig stolz auf dich. Ich glaube, wir werden ein richtig gutes Team sein in Zukunft. Oh ja, das glaube ich auch. Ich muss sagen, der heutige Tag als Spider-Man war ja mal unnormal cool. Wer sind Sie? Ich bin anonym. Okay. Und, Sie haben mich angerufen, richtig? Nicht ich, sondern wir. Wir brauchen deine Hilfe. Denn du bist der Auserwählte. Außer was? Ich glaube, sie haben den Falschen. Den Falschen? Ich glaube, ich gehe lieber nach Hause. Wir hören uns bestimmt... Nein. Ich will das doch gar nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Oh mein Gott, Leute. Ich muss schnell wegrennen. Bitte tun Sie mir... Lumi. Renn. Das macht doch keinen Sinn. Du bleibst jetzt hier stehen. Bin. Mann, ich weiß nicht, was für Auserwählt. Ich bin ein ganz normaler Junge. Das ist jetzt dein neues Zuhause. Ich will aber hier gar nicht wohnen. Komm hier rein. Die Stadt braucht deine Hilfe, Lumi. Und auch deine Eltern. Du wirst alles verstehen. Komm jetzt hier rein. Ich werde alles verstehen. Okay, wie Sie meinen. Also ich glaube, wir, hey! Hallo! Das war so nicht ausgemacht! Lassen Sie mich raus! Was zur heiligen Bimbam! Was ist das denn? Das ist Spider-Man! Boah! Ist das Robin Hood? Batman! Deadpool! Iron Man, dann Captain America, Dr. Strange, ich will das alles haben, das sind richtige Superhelden. Ich nehme Iron Man. Lumi! Entschuldigung, ich habe mir das nur angeguckt. Natürlich, Lumi. Ja? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Du siehst diese ganzen Anzüge hier und jeder Anzug ist ein Level. Und je mehr du schaffst, desto mehr Anzüge schaltest du frei. Ich zieh das jetzt an, Leute. Ich sehe aus wie Spider-Man. Oh Mann, Leute, das ist meine Chance. Jetzt kann ich mich endlich beweisen. Wem soll ich jetzt helfen? Ein gelber Junge? Ein klein gelben Junge. Er mag ganz viele Bananen. Oh nein, das muss Braxy. Ich mache mich direkt auf den Weg. Wir treffen uns... hallo.
Du machst das schon! Aber ich muss doch hier noch... Beeil dich! Oh, das ging einfach. Lumi! Was willst du, Odi? Was schnell? Ich kann Brixie nicht mehr finden! Oh nein. Okay. Hilfe! Ja, ich komme gleich. Leute, Odi hat angerufen. Brixie scheint nicht zu Hause zu sein. Was soll ich nur machen? Okay, wir müssen jetzt irgendwie hoch zu Odi kommen. Ich glaube, es wird an der Zeit, unsere Spider-Netze zu testen. Und zack! Wow! Oh, Leute, guckt euch das an! Wie ein richtiger Spider-Man! Wow! Das ist ja mal der absolute Wahnsinn! Okay, Brixie, wo auch immer du bist, ich werde dir helfen, komm! Ich finde dich! Oh Mann, irgendwo hier im Wald soll er sein. Ah, was kann ihm aber passiert sein? Ich meine, im Wald hier ist alles friedlich. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich Brixie finden soll. Ich muss irgendwo auf einen hohen Baum kommen. Wartet. Und zack. Ich glaube, ich habe da hinten was gesehen, Leute. Wartet. Und zack. Oh, okay, Leute. Ich bin jetzt hier irgendwo ganz am Stadtrand. Hilfe! In einem Wald? Das klang nach Brixie. Hilfe, hier unten. Da unten? Das kommt von da hinten. Wartet. Lumi macht sich auf den Weg. Oh, warte. Oh, Leute, das kam von hier. Von hier unten. Ich sehe da, glaube ich, einen Namen. Warte. Hilfe! Das klingt nach Brixie. Warte. Und... Ah! Kleiner Mann. Wer bist du? Ich bin Spider-Man. Und ich bin hier, um dir zu helfen. Hä? Du bist Spider-Man? Ja, komm raus hier, kleiner Junge. Ich warte. Wie denn? Halt dich an meinem Netz fest. Ich zieh dich hoch. Und komm her. Komm schon. Ganz langsam. Ich hab dich. Komm hoch, Kleiner. Ich zieh schon. Und... Das war gerade noch mal knapp. Wie bist du hier reingekommen? Es war so eine Explosion und dann bin ich hier runtergefallen. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Du bist Spider-Man? Ich bin Spider-Man, richtig. Und wo ist Batman? Du meinst Batman? Ich weiß nicht. Ich bring dich zu deinen Freunden zurück. Halt dich an mir fest, ja? Er meint, ich soll diesen Anzug jetzt nehmen. Okay, ich habe meinen Spider-Man-Anzug ausgezogen, Leute. Und was auch immer das für ein Anzug ist, ich... Oh, der sieht voll langweilig aus. Das ist irgend so ein Kittel. Was soll ich damit denn anfangen? Hallo, Herr Anonym? Ich weiß nicht, wie ich damit jemanden retten soll. Das ist, ein Mantel. Was soll ich damit denn... Hallo? Mann, Leute, das ist voll langweilig. Ich dachte, ich kriege einen coolen Anzug. Der sieht voll langweilig aus. Oh, ich soll jetzt irgendwie Hannah helfen. Ich habe keine Ahnung, was mit ihr... Mein Telefon klingelt. Hannah ruft an. Hallo, Hannah? Lumi! Hannah, was geht? Ich habe ein Riesenproblem. Was ist los, Hannah? Meine Katze. Was ist denn mit deiner Katze? Die hängt auf dem Hochhaus fest und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Warum rufst du mich jetzt an? Ja, ich dachte, du hilfst mir. Das ist deine Aufgabe als mein Freund. Deine Katze... Ich selber bin nicht zu Hause. Ich schick jemanden vorbei, okay? Danke, Lumi. Bis gleich. Oh, Leute, irgendwie ihre Katze. Da vorne wohnt Hannah. Ich kann mir gar nicht vorstellen und ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Anzug anfangen soll. Hat die überhaupt irgendwelche Fähigkeiten? Ich meine, ich kann... Was zu heiliger Bimbam ist das denn? Ich habe auf einmal so komische Teile aus meinem Rücken rausgefahren. Was können die... Oh mein Gott, der ist ja doch nicht so langweilig, wie ich dachte. Was ist das? Das ist ein Tentakelanzug. Boah. Meine Katze ist da oben auf dem Dach, aber ich komme nicht dran. Da oben ist deine... Wie ist sie da hingekommen? Ich weiß es nicht. Ich wollte Odi besuchen mit ihr und dann ist sie weggelaufen. Und dann habe ich sie da oben gesehen. Ich kümmere mich drum, beziehungsweise ich hole jemanden. Geh du so lange rein, ich mach das schon, Hannah. Dank dir. Okay, Leute, jetzt ist es Showtime. Ich werde die Katze holen. Okay. Auf geht's. Okay, Leute, ich hoffe... Oh mein Gott, das ist so cool. Guck mal, wie einfach ich hier hochklettern kann. Diese Tentakel sind der absolute Wahnsinn, Leute. Okay, wir sind gleich oben. Wir haben es gleich geschafft.
Aber wo ist jetzt eine Katze? Oh, okay, Leute, ich bin jetzt hier oben, aber wo soll hier denn eine Katze sein? Oh, Mann, ich habe ein bisschen Höhenangst. Da ist sie! Da unten! Ich habe sie gefunden, Leute! Wartet, ich muss jetzt nur da runter. Oh Mann, du armes Kätzchen! Wie bist du denn hier hochgekommen? Oh, keine Sorge! Ich helfe dir irgendwie da runter. Wartet, Leute, ich habe eine Idee. Wir müssen die Katze irgendwie... Wartet. Ich mach das schon. Ich greife die Katze und... Komm her, Kätzchen. Ich hab dich. Du brauchst keine Angst haben. Okay, die Katze hätten wir, Leute. Jetzt müssen wir die nur irgendwie heile nach unten bringen. Halt dich gut fest, Kätzchen. Wir schaffen das. Oh, oh. Da unten ist Hannah. Oh nein, was mache ich jetzt? Sie darf mich nicht sehen. Okay, komm her, Kätzchen. Ich bring dich nach unten. Wir haben es gleich geschafft. Oh, okay. Ah, das hätten wir. Ah, Hannah darf mich nicht sehen, Leute. Okay, komm her, Kätzchen. Oh, da sind wir. Und ab mit dir. Okay, okay. Schnell meinen Anzug. Hannah? Schau mal. Deine Katze. Ich habe sie dir wiedergebracht. Sie ist hier unten. Schau mal. Danke, Lumi. Gar kein Problem. Gerne doch. Boah, ich wollte schon immer mal Iron Man sein, Leute. Ich glaube mit Vergnügen. Beeil dich. Odi braucht deine Hilfe. Ja, ich kümmere mich. Leute, das ist der Iron Man Anzug. Oh, Leute, ich habe mir jetzt den Iron Man Anzug eingezogen. Der sieht Weltklasse aus. Ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert. Hey, ich glaube, dass er... Warte mal, ich bin wieder ich. Wartet, ich kann... Wow, wie cool ist das denn? Okay, ich glaube, ich bin ein richtig waschechter Iron Man. Leute, wir müssen auf jeden Fall jetzt meinen Freunden helfen. Oh, die scheint in Gefahr zu sein. Ich weiß zwar nicht von wem, aber wir werden ihnen helfen. Ich hoffe einfach, dass es ihm gut geht. Das ist das Wichtigste. Okay, Leute. Ich versuche jetzt das erste Mal zu fliegen. Seid ihr bereit? 3, 2, 1 und... Oh, oh. Okay, das sieht schon mal gut aus. Jetzt ganz langsam. Okay, das habe ich raus, Leute. Okay, okay. Die Frage ist, wo finde ich Odi? Ich muss irgendwie nach oben. Vielleicht finde ich ihn. Irgendwie auf Brexy seinem Raumschiff. Das ist direkt da oben. Das schaue ich mir an. Oh, Odi soll angeblich hier oben sein. Hä? Da ist Odi ja. Aber da ist kein Bösewicht. Irgendwas stimmt da nicht. Odi, was? Heiliger... Oh nein! Hilfe! Odi! Hilfe! Oh, ach du heiliger Bimbam! Oh nein, nein, mein Anzug ist aus. Ich habe keine Energie mehr. Nein, warum habe ich keine Energie mehr? Ich muss meinen Anzug aufladen. Oh nein, Leute, guckt euch das an. Er will Odi vernichten. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich will nicht springen. Bitte lass mich in Frieden. Spring. Nein. Nein, das lasse ich nicht zu. Na, warte. Was wird das und wer bist du? Lass meinen Freund Odi in Ruhe. Ich bin Manta. Und du glaubst, du könntest dich mit mir anlegen? Lumi? Nein, mein An... Odi, das kann ich alles erklären. Du bist Iron Man? Nein, das ist nicht so, wie es aussieht, Odi. Genug geredet. Nein! Ja! Ja! Ja, du hast mich gerettet! Odi! Lumi, seit wann bist du Iron Man? Das ist eine lange Geschichte, Odi. Aber das Wichtigste ist, dass es hier gut geht. Komm, spring rüber, du schaffst das, Odi. Ich hab Angst, Lumi. Der hat mich die ganze Zeit verfolgt und wollte mich hier runterspringen lassen. Das ist gerade nochmal gut gegangen, Odi. Ja, danke dir, Lumi, du bist der Beste. Kein Problem. Hast du das auch gehört? Warte, du hast es auch gehört? Mhm, in der Schule gibt es irgend so eine coole Superheldenaktion. Und ich bin...
Batman! Batman Borbrexy! Ich kann's gar nicht glauben, dass du auch davon gehört hast. Das wird die lustigste Schulwoche aller Zeiten. Wir werden einfach richtige Superhelden! Oh, ich kann's kaum erwarten. Na los, wir holen Jimmy ab. Nein, warte, stopp, Brexy. Erstens, ich muss noch Zähne putzen. Zweitens, muss ich mein Frühstück noch holen. Und drittens, hab ich meine... mein Superheldenbogen vergessen. Hä? War nur ein Spaß. Wir spielen doch immer Superhelden. Aber das ist vorbei. Heute werden wir richtige Superhelden. Okay, Brexy, schnell, lass uns lieber in den... der Lehrer ist schon da, Brexy. Hoffe nicht, dass wir zu spät sind. Guten Morgen, Herr Lehrer. Ja, guten Morgen. Da seid ihr ja, Schüler. Ja, tut uns leid, dass... dass Brexy zu spät ist. Er hat nämlich verschlafen. Brexy. Ist egal, Brexy. Lass uns einfach hinsetzen. Dürfen wir uns setzen, Herr Lehrer? Ja, ihr dürft euch setzen, wo ihr wollt. Freie Auswahl. Ich sitz vorne, ganz in der ersten Reihe. Nein, ich sitz hier. Hört ihr das richtig? Ihr streitet euch für den ersten Platz im Unterricht? Ja, heute wollen wir ausnahmsweise mal vorne sitzen und nicht hinten. Ja, okay. Dann setze ich mich halt in die zweite Reihe. Da kann man sowieso viel besser sehen als vorne, Brexy. Setz dich dahin, du Loser. Liegt das etwa an den Mottowochen? Mottowochen, Mottowochen, yippie! Was war das? Du hast gepupst, das stinkt. Ich setz mich woanders hin, du Blödmann, Brexy. Das gehört nun mal dazu. Das ist die Natur. Bestimmt habt ihr alle mitbekommen, dass die Mottowochen in unserer Schule sind. Mottowochen, genau. Mottowochen, Mottowochen. Warum freut ihr euch denn so? Was sind das denn für Mottowochen? Darf ich? Dich will sagen, ich will sagen. Ich will. Nein, ich. Mu, heute ist Lumi dran. Superhelden-Mottowoche. Ich wollte sagen. Superhelden-Mottowoche? Was sind denn Superhelden-Kinder? Na, Superhelden, so wie im Fernsehen. Spider-Man, Iron Man, Batman, Hulk und wie sie alle heißen. Das sind so richtig coole Leute und die helfen anderen Leuten, wenn sie in Not sind, Herr Lehrer. Das könnte wirklich deine erste Eins sein, Lumi. Ja, ich bekomme meine erste Eins und du nicht, Brexy. Dann sage ich dem Lehrer halt, dass du das Klassenbuch manipuliert hast. Was hast du? Gar nichts, das ist auch egal. Sag das doch nicht, Brexy, was sagst du da? Herr Lehrer, fahren Sie fort. Wie dem auch sei. Ein Superheld hat viel Verantwortung. Und die Verantwortung beginnt bei seinem Outfit. Versteht ihr? Meinen Sie sowas wie einen Superheldenanzug? Ja, sowas in der Art. Genau, eigentlich ein Superheldenanzug, wenn man es genau nimmt. Das ist korrekt, Lumi. Ja. Nun die Joker-Frage. Wo befindet sich so ein Superheldenanzug? Also der von Batman ist in seiner Superhelden-Batman-Höhle. Okay. Und kennt ihr vielleicht den Doktor, Dr. Tentakel? Dr. Tentakel, warte mal. Kennt ihr den, Leute? Dr. Tentakel, der ist auch aus dem Spider-Man-Film. Das war so ein richtig böser Endgegner, der war richtig krass. Ja, ich kenn den. Warum fragen Sie, Herr Lehrer? Hast du Angst vor Dr. Tentakel? Nein, ich fand ihn eigentlich gesagt echt cool, muss ich sagen. Ich zeig dir mal was, kleiner Lumi. Das nennt sich ein Rüstungsstand, wo nur die Superheldenanzüge reinpassen. Siehst du das, Brexy? Das ist so ein ähnlichen haben wir doch auch zu Hause. Und wenn ihr das platziert habt, dann müsst ihr von unten anfangen mit den Superheldenschuhen. Warte, Herr Lehrer, wir sehen nichts. Dürfen wir näher vorkommen? Oh, natürlich, das dürft ihr. Ich bin der Erste Reihe. Geh nach hinten, Brexy. Weißt du was, Lumi? Du bist heute so aktiv, ich überlasse dir die Aufgabe, die Schuhe an den Superhelden-Rüstungsstand hinzutun. Leute, ich darf das erste Mal einen Superheldenanzug anfassen. Wie cool. Okay, Herr Lehrer, sind das richtig echte Superheldenanzüge, die Sie hier haben? Ja, und du musst wirklich aufpassen. Die sind auch gefährlich. Okay, also wir haben hier die Schuhe. Und die machen... Die Hose. Machen wir hier rein. Zack.
Okay, die Schuhe habe ich schon mal. Jetzt ist die Hose dran. Guck mal, Brax, ich darf den sogar anziehen. Mann, Herr Lehrer, ich will auch was machen. Weißt du was, Brexy? Dafür darfst du das Oberteil anziehen von ihm. Aber an den Rüstungsstand, nicht an dich. Hey! Brexy! Zieh das aus! Oh, wie cool! Okay, Entschuldigung. Okay. Brexy, warte, ich mach die Hose und jetzt machst du das Oberteil. Okay, hier. Fehlt da noch was, Herr Lehrer? Lasst mich mal schauen. Anzug, Hose, Schuhe. Was ist denn mit dem Kopf? Dann fehlt da jetzt nur noch die super duper coole Brille. Die Superheldenbrille, ja. Wer will die Brille an den Rüstungsstand hin tun? Ich. Er hat schon Schuhe gemacht. Das kann ich nicht überhören. Komm mit, Lumi. Ich gebe dir die Superbrille hier. Oh, guck mal, Leute, das ist die Superheldenbrille. Jetzt ist der Anzug vollständig und zack. Wow, das sieht richtig gut aus. So können wir das nicht stehen lassen. Das muss, merkt euch eine Sache. Sicherheit hat oberste Priorität bei den Superhelden. Das heißt, wir machen erstmal das hier, Leute. Jetzt ist der geschützt. Okay, das sieht cool aus. Und jetzt geht ihr alle auf eure Plätze. Aber ich muss sagen, Leute, bisher macht das richtig Spaß. Das ist ein richtiger Superheldenanzug. Aber ich will jetzt noch sehen, wie der funktioniert. Herr Lehrer, das ist ja alles cool, aber könnten Sie uns vielleicht nicht mal zeigen, wie ein Superheldenanzug funktioniert? Also den so richtig anziehen, wissen Sie? Das ist aber schon einige Zeit her, wo ich das gemacht habe. Das hat nicht gut geendet. Aber weißt du was, Lumi? Da du heute so ein guter Schüler bist, werde ich es dir zeigen. Oh, ja, yippie, bitte. Momentchen. Sie sehen richtig gut aus. Oh, wissen Sie das? Das fühlt sich gut an, wie als wenn ich 10 Jahre jünger wäre. Ich sehe alles so gut durch die Brille. Und jetzt, Kinder, merkt euch das. Der Lehrer hat immer das letzte Wort. Brexy, siehst du das? Oh, das ist ja mega. Herr Lehrer. Wirklich, das ist alles? Was ist das? Ich kann auch so machen. Oder vielleicht sollte ich lieber so machen, Lumi. Lassen Sie mich runter. Bitte, Herr Lehrer. Na schön. Das hat echt weh getan. Brexy, was ist das hier alles? Siehst du das auch? Guck mal, hier ist Batman. Immer noch, es heißt Batman. Ach, Schüler, wusstet ihr eigentlich, dass Batman eigentlich Batman heißt? Warte, was? Siehst du? Das ist ein Geheimnis, was nur die Batmans wissen. Gotham City. Okay, Leute, wer weiß, vielleicht lag ich ja auch falsch. Wisst ihr es, wie es richtig heißt? Gibt es das Wort wirklich Batman? Wenn ja, dann lass mal ein Like da. Aber ich kannte das bisher noch nicht, Leute. Egal. Herr Lehrer, Sie meinten ja, wir dürfen auch einen anziehen. Dürfen wir uns jetzt einen aussuchen? Ja, jeder darf sich einen aussuchen. Aber wenn ihr euch um den gleichen streitet, bekommt ihn niemand. Okay. Also nimm Iron Man. Warte, was? Aber nein, Brexy, du meinst, dass du Batman cool findest. Ich meinte, ich mag Iron Man und Spider-Man. Lass doch so machen, dass ich Iron Man nehmen darf. Bitte, Brexy. Okay, dann nehme ich Spider-Man. Mann, Brexy, nimm doch einfach Batman. Okay, ich nehme Batman. Okay, Herr Lehrer, dürfen wir die jetzt rausnehmen? Ja, ihr dürft sie rausnehmen, aber vorsichtig. Okay, das ging schnell. Und wie gut du aussiehst, Brexy. Du siehst aus wie ein richtiger Superheld. Was kann ich eigentlich? Okay, warte. Ich will jetzt auch mal gucken, Leute. Also, die Iron Man Schuhe, die Hose, dann hier der Brustpanzer und die Maske. Guck mal. Ich bin jetzt auch ein richtiger Superheld, Leute. Ich habe einfach die Iron Man Rüstung an. Wie cool. Seht ihr? Ich kann richtig fliegen.
Oh, Braxy, du kannst ja auch fliegen. Oh, es hat funktioniert. Guck mal, wie ein richtiger Iron Man. Oh, das macht ja richtig Spaß, das erste Mal zu fliegen. Aber kann ich noch schneller fliegen? Wartet mal. Oh, wow, wow, wie cool. Oh, das war richtig knapp. Habt ihr das gesehen, wie schnell ich geflogen bin? Das werden mir die anderen niemals glauben. Oh, Braxy. Oh, hast du gesehen, wie hoch ich geflogen bin und wie schnell? Ich will mal meine Sachen testen. Warte mal, was kann ich eigentlich? Warte, wo ist Jimmy schon wieder? Oh, guck mal, was ich kann. Pass auf. Okay, das ist cool, aber immer noch, wo ist Jimmy? Jimmy? Hallo, Lumi? Warte mal, was machst du da? Was du das eben? Mach das nochmal. Du meinst das? Nein, er macht alles kaputt, Lumi. Hör auf, Jimmy. Ah, blöde Schule. Nein, Jimmy. Damit. Hör auf, Jimmy, das genügt. Komm runter. Oh Mann. Du hast mir einen richtigen Schrecken eingejagt. Du kannst den richtigen Laser schießen, ne? Das ist voll cool. Und ich kann, glaub, noch was Cooles machen. Warte. Ich kann doch nur das. Haha. Reicht jetzt. Hör auf damit. Okay, wartet mal. Also, wir halten fest. Du kannst richtig coolen Laser schießen. Mhm. Braxy hat richtig viele Eigenschaften. Du hast sogar so eine coole Batman-Kanone. Was? Mhm, ich teste die mal. Wow. Oh. Braxy. Wie cool. Wow, das sieht richtig cool aus. Also schaut mal, ich habe auch coole Eigenschaften. Ich kann auch richtig cool fliegen. Dann guck mal, was ich auch hab. Oh, schaut mal. Das sieht gefährlich aus. Dann, was ist das? Ich hab noch so eine krasse Klinge. Guck mal, die sieht auch krass aus. Und wartet mal, was ist das? Ich kann auch noch... Wartet, ich hab hier noch was. Was ist... Oh nein, warte mal. Wir müssen die Kräfte unter Kontrolle behalten. Stopp. Nein, das war so cool. Hast du das nicht gesehen? Schau mal, Braxy. Ich kann einfach auch so krassen Laser machen. Ich werde dich sowas von fertig machen, Lumi. Du wirst sehen. Und zack. Hör auf damit. Mach das noch einmal und du wirst sehen, was du davon hast. Hörst du? Brauchst du dich etwa nicht? Aua, ey, reicht jetzt? Stopp mal. Wartet, wenn wir wirklich kämpfen wollen, ich habe da so eine Idee. Wir können in die Schularena gehen und einen richtig epischen Superheldenkampf gegeneinander machen und rausfinden, wer der beste Superheld ist. Na, ich natürlich. Komm. Nein, Iron Man ist der Beste. Ich würde sagen, mal sehen, wer zuerst da ist. Los geht's. Oh, ich bin der Erste, Leute. Guck mal, wie schnell das ging. Die anderen sind immer noch nicht da. Ich sag doch, Iron Man ist einfach der Coolste. Jimmy, hör auf jetzt. Genügt. Lass das. Aber du willst doch kämpfen. Ich glaube, ich bin dein erster Herausforderer. Wir müssen auf Braxy warten. Der Dussel braucht richtig lange. Och, Mano. Braxy, da ist er doch. Mann, beruhigt euch, ich bin nicht so schnell. Ihr könnt schneller fliegen als ich. Klar, wir sind auch cool. Okay, dann würde ich sagen, macht euch bereit. Ich möchte als erstes gegen dich kämpfen, Jimmy. Hallo, kein noch Problem. Nicht jetzt. Hör auf damit, spar dir deine Kräfte für gleich. Du wirst schon sehen. Iron Man wird dich platt machen. Und zwar sowas von. Okay, Jimmy, bist du bereit für den einzig wahren Kampf? Iron Man gegen Ant-Man. Aber sowas von. Braxy ist unser Schiedsrichter. Okay, Braxy, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Viel Glück, Freunde. Aber warte mal, Jimmy, nimm die Axt aus der Hand. Das ist unfair. Och, Mann, na gut. Mann, du Blödmann. Du wolltest schon wieder schummeln. Ich hab das ganz genau gesehen. Nö. Oh,
Du Dummkopf. Okay, dann würde ich sagen, Braxy, zieh runter. Okay, Leute, ich habe eine Idee. Ich werf die Rauchgranate und wenn sie geplatzt ist, fängt ihr an. In 3, 2, 1, los! Oh, du triffst mich nicht! Wo bin ich, hä? Wo bin ich denn, hä? Bist du nicht etwa? Wie schmeckt dir das, hä? Wo bin ich? Okay. Du bist da unten, ich weiß jetzt es. Oder nie. Wo bist du? Aua, aua, aua. Da oben bist du. Komm her. Nein, nein, nein. Nimm das. Boah, ich werde dich fertig machen. Jetzt bist du dran. Nimm das zurück. Ich krieg dich schon noch. Musst du schon abhauen? Oh nein, Leute, das gibt's nicht. Seine Rüstung ist echt stark. Wir müssen noch mal den Laser rausholen. Aua, aua, aua! Oh, Leute, Leute, hört auf. Ihr tut euch doch noch weh. Nein, ich will dann nichts mehr. Oh, das tut weh. Oh, du musst doch endlich mal sterben. Du musst endlich drauf gehen. Du triffst mich nicht! Jetzt ist dein Ende, Jimmy! Lumi, du hast ihn umgebracht! Er ist weg! Braxy! Ich hab's geschafft! Ich hab gegen ihn gewonnen! Oh, du bist so stark, Lumi! Aber bist du stärker als ich? Und ob ich das bin, Iron Man ist der Stärkste. Ich hab's euch von Anfang an gesagt. Bist du sicher, dass du gegen mich kämpfen willst, Braxy? Mhm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, mögen die Spiele beginnen in 3, 2, 1. Los geht's! Nimm das! Er schießt mich ab. Treff mich doch, hä? Huh? Du triffst mich nicht, du Blödmann, hä? Okay, dann mache ich jetzt das hier. Oh nein, schnell weg! Leute, das war echt knapp. Nein, ich sehe ihn nicht. Er hat Rauchgranaten geworfen. Nein. Iron Man ist gekommen, um dich zu vernichten. Du kannst mich niemals. Ich bin hinter dir, du Dussel. Wo kommst du denn her? Nein. Leute, Batman ist stärker als ich dachte. Das wird er aber noch sehen. Okay, jetzt bist du dran, Batman. Jetzt war's das mit dir. Nimm das! Das hat wehgetan. Mach doch nochmal, wenn du dich traust. Aber mit Vergnügen. Freunde, ich hab's geschafft. Ich hab Batman auch besiegt. Ich hab's euch gesagt. Iron Man ist einfach der coolste Superheld. Okay, das müssen wir feiern. Wow! Da ist jemand. Wie cool. Der kann mir bestimmt weiterhelfen. Und Angel rausschmeißen. Hallo? Entschuldigung? Wer bist denn du? Ich hab mich hier verlaufen. Ich suche meine Eltern. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Müsstest du mein Freund sein? Ich suche eigentlich nur meine Eltern, Luis. Aber, weißt du, wie ich aus dem Wald hier rauskomme? Nee, ich bin hier groß geworden. Ich wohne hier. Oh Mann, Leute, wenn er hier wohnt, kann er uns bestimmt weiterhelfen. Kannst du mir vielleicht helfen, meine Eltern wiederzufinden? Deine Eltern verloren? Ja. Naja, es könnte meine Eltern zeigen, aber deine weiß ich nicht. Vielleicht kennen deine Eltern ja meine Eltern. Dann, bring mich zu deinen Eltern. Das wäre richtig nett von dir, Luis. Ja, komm mit. Das stimmt. Alte Leute kennen sich immer, ne? Boah. Leute, was ist das denn für ein gigantisches Haus? Und das ist hier mitten im Wald? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Luis, aber wie kommen wir denn jetzt da hoch? So, jetzt zeigst du, wie man da hochkommt. Eigentlich ist das richtig easy. Was denn? Leute,
was ist mit Luis passiert? Luis, du hast dich gerade irgendwie verwandelt. Ja, du natürlich, siehst... ich bin ein Gestaltenwandler. Du kannst ja sogar fliegen. Na klar, jetzt komm mit hoch. Oh, wo... Oh, Leute. Oh, Luis kann richtig fliegen. Luis, aber ich kann doch nicht so fliegen wie du. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Hä, du kannst nicht fliegen? Nein, seit wann können... Ja, dann lauf außen rum. Aber Leute, seit wann können Menschen denn fliegen? Ich fass es nicht. Okay, ich muss da jetzt irgendwie hochlaufen, meint er. Okay, ich hoffe, die haben irgendwie wenigstens eine Treppe oder sowas. Ich bin gleich da, Luis. Warte auf mich. Ja, los, ich habe auch drin eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Okay. Ja. Okay. Wo... Sag mal, wo ist denn der Eingang, Luis? Der Eingang, der ist hier. Komm her. Habt ihr keine Türe oder sowas? Nee, wieso? Wir fliegen hier hoch und dann... Und dann hier. Die haben nicht mal eine Haustür. Er sagt, die fliegen... Na, was heißt die? Das heißt es etwa, es gibt noch mehr von... Okay. Luis, sicher, dass ich da jetzt rein darf? Ist auch niemand zu Hause? Ich kann mal gucken. Mama, Papa? Nee, ist keiner da. Komm runter. Darf ich wirklich? Ja, natürlich. Okay. Oh, aua. Das hat wehgetan. Boah. Luis, ihr habt ja eine richtige... Naja, eigentlich meint meine Eltern, ich soll hier niemanden mit reinbringen, weil draußen viele Menschen sind. Und... Wie keine Menschen? Was meinst du? Aber du bist ja kein Mensch, oder? Nein, natürlich bin ich kein Mensch. Ich bin ein Marienkäfer-Flugdinosaurier. Oh, was? Mhm. Richtig selten, habe ich gehört. Naja, aber meine Eltern sind bis morgen nicht hier. Also, wenn du möchtest, bis du deine Eltern gefunden hast, kannst du ja hier schlafen. Ich darf hier in eurer großen Wohnung übernachten? Ja. Boah, das ist richtig lieb von Luis, Leute. Habt ihr hier ein Bett für mich, dass ich da auch schlafen kann, Luis? Natürlich, hier, da kannst du schlafen. Guck mal, sogar in deiner Farbe. Ihr habt sogar einen Gameboy, da kann ich die ganze Nacht spielen, Leute. Danke, Luis. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin noch ein bisschen jünger, aber ich bin 111. Ich bin schon 123. Boah. Luis, ich bin echt müde. Wär's okay, wenn ich mich jetzt hinleg? Ja, na klar. Flieg nochmal, einmal um die Welt. Bis gleich. Okay, Luis. Boah, Leute, er fliegt da einfach raus. Guckt euch das an. Boah, ich fass es nicht, Leute. Okay. Er meinte, ich darf jetzt so lang hier bleiben. Also, das ist ja echt nett von Luis, aber ich... Okay. Ich mach das mal lieber zu, nicht, dass doch jemand hier einbricht. Oh Mann, Leute, aber echt eine richtig coole... Was ist denn das? Da ist irgendwie so ein... Eine Statue oder irgendwie ein... Okay, Leute, ich würde sagen, ich... Luis? Hä? Ich dachte, du bist schon im Bett. Snüffelst du rum? Ich wollte fragen, was ist das da vorne? Nicht. Gar nichts. Das ist gar nichts. Okay. Ja, tut mir leid. Ich leg mich jetzt schlafen, ja? Bis morgen. So. Gute Nacht. Ja, bis morgen. Schatz? Ja? Schatz? Ja, ich bin doch gleich da, Mensch. Komm rein. Oh. Ja? Oh, was ein Arbeitstag heute. Oh, ich bin so müde. Lass mal ins Bett gehen, Schatz. Okay. Geh du schon mal vor, ich muss meinen Anzug noch wegpacken. Oh, Leute, ich hoffe, die sehen mich nicht. Was zur Hölle und was sind das für komische Monster? Oh, was macht der da?
Bitte nicht zu. Oh. Er geht da irgendwo nach unten. Wie hat er... Oh Mann, Leute. Oh Mann, ich hoffe, die finden mich hier nicht. Die dürfen auf keinen Fall hier in dem Schlafzimmer nachgucken. Mann, Luis meinte doch, die kommen erst morgen wieder. Und was hat er außerdem für komische Eltern? Das sind... Oh, oh. Oh, er kommt wieder, Leute. Wie kommt er hier hoch? Schatz! Ich komme ins Bett. Oh. Oh ja, beeil dich. Oh ja, Schatz. Oh. Oh, Leute. Die sind jetzt Gott sei Dank ins Bett gegangen. Ich muss hier ganz schnell weg. Das darf doch nicht sein. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich muss hier raus. Ich muss hier... Hier raus? Aber nein, warte mal. Wie soll ich denn hier rauskommen? Ich habe doch keine Superkräfte so wie die. Ich komme hier so gar nicht raus. Ich bin zu klein. Ich brauche auch irgendwie sowas Komisches wie die. Was bewegt sich hier? Was ist das? Hallo? Ich darf nicht schreien. Hallo? Luis, bist du's? Luis? Da ist doch jemand. Hallo? Luis, bitte sag doch was. Bist du das? Ich bin hinter dir. Luis? Hey, siehst du mich nicht? Nein, ich sehe dich nicht, Luis. Oh. Oh. Tut mir leid. Luis, psst, deine Eltern sind wieder da. Hä, hey, die sind schon da? Ja, du meintest doch, die kommen erst morgen wieder. Ja, kommen die doch auch. Luis, was soll ich machen? Deine Mama kommt. Warte. Ich weiß was, ich gebe dir einfach meinen Anzug. Was für ein... Hier. Was für ein Anzug? Mach das unsichtbar, rede nicht so viel. Unsichtbar? Warte, was ist das, Leute? Unsichtbar? Wie? Wie mache ich das? Der Knopf. Oh, ich bin unsichtbar. Oh. Hallo, Mutti. Hä, Luis, hast du mit jemandem gerade hier geredet? Ja, nee, ich hab mein Gameboy gespielt. Ja. Hast du wieder jemanden mitgebracht? Nein, wirklich, diesmal wirklich nicht. Luis. Papa, jetzt geh ich schon schlafen. Es tut mir leid, ich wünsche euch eine gute Nacht. Was waren das für Stimmen, Frau? Ich weiß nicht. Der halluziniert mal wieder. Ich glaube, die Fähigkeiten tun ihm nicht gut. Komm, wir gehen ins Schlafzimmer. Ah, okay. Oh, Luis, geh schlafen. Oh, Schatz, lass schlafen gehen. Oh. Herr Kiep. Oh. Leute, das ist gerade noch mal gut gegangen. Luis! Oh. Luis! Wir müssen schnell weg. Luis! Wir müssen raus hier. Flieg weg! Wie soll ich... Wie fliegen? Ich weiß doch gar nicht, wie das... Flieg! Oh? Wie? Oh? 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 Oh mein Gott, wie cool. Aber warte mal, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nein. Oh. Aua. Oh. Hey, was hast du gemacht? Luis? Ja. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Ich habe irgendwie ein Unfall gebaut. Ist die Rüstung alles gut? Ich hoffe. Sag mal, woher habt ihr das eigentlich alles? Was seid ihr jetzt? Ich kann dir so sagen, du kennst die ganzen Supermänner? Also die Superhelden? Ja. Mein Telefon klingelt. Soll ich rangehen? Geh ran, komm schon, du musst rangehen, Luis. Soll ich auf Lautsprecher machen? Mach Lautsprecher, geh schon ran jetzt. Okay. Ja, hallo, Papa? Luis! Ja? Wo ist der Iron Man Anzug? Wir haben einen Iron Man Anzug? Luis, komm sofort zurück nach Hause und bring den Iron Man Anzug zurück. Luis, du kriegst 10 Jahre Hausarrest. Ich muss weg, Leute. Ich muss weg. Hey, nein, was den Anzug? Hey, ich meinte, Papa. Tschüss. Sag mal, was ist das? Nicht. Luis, was ist... Was machst du? Oh, das war ziemlich laut. Ich hab meinen Papa gehört, glaube ich, meine Mutter. Oh nein, Luis. Was sollen wir nur... Ich weiß nicht. Was denn? Luis! Wer ist das? Oh nein! Aua! Lass mich los! Lass ihn los! Mama, Papa! Ich hab sie!
Wer ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Luis, wer ist das? Gib sofort den Anzug wieder her. Bitte, bitte lassen Sie mich runter. Das ist alles ein Missverständnis. Den Anzug wieder her. Ich weiß doch gar nicht, wie ich da... Tut mir leid, ich muss... Komm schon! Lumi, das bringt nichts! Lumi! Nicht ab mit dem Anzug! Es tut mir leid! Woher habt ihr den Anzug? Woher hast du den Anzug? Luis, was hast du getan? Luis? Luis? Wo ist der Luis jetzt hin? Schatz, er ist unsichtbar. Ich suche ihn mal. Wer bist du? Was geht hier vor sich, Leute? Aber komm schon, wir können das alles klären. Bitte Gib lass den mich... Anzug her! Gib den Anzug her! Hast du es verstanden? Ich weiß nicht. Wer bist du? Gib den Anzug her! Reicht das? Reicht das oder gibst du den Anzug her? Das ist meine Schuld! Bitte mach was, Luis! Papa, lass ihn los! Lass ihn los! Luis? Lass ihn los! Wer ist das, Luis? Das ist kein Superheld! Pack ihn runter, bevor du ihn tötest und dann bekommst du den Ärger! Luis? Wer ist das, hab ich gesagt? Das ist Lumi! Lass ihn mich bitte erstmal runter, ja? Ich gebe ihm noch den Anzug, bitte! Komm mir jetzt den Anzug sofort! Es tut mir wirklich ganz doll leid, Papa Oktopus. Ich wollte das wirklich nicht. Das ist ein ganz großes Missverständnis. Stimmt's, Luis? Ja, das ist... Luis, sei leise. Tut mir leid. Mama, sag was dazu. Ich hab Hunger. Lass das jetzt. Wir essen zu Hause. Was? Nein, tu das nicht. Luis! Mama, sag was dazu! Was soll ich dazu sagen? Er hat ihn gerade gegriffen und so! Das war sein. Dein Papa hat Hunger! Er ist ein Superheld, Luis! Jo, wir müssen den Hunger ja mal stillen! Wir retten zusammen die Welt! Okay, Leute! Warte, ich probiere es nochmal. Und. Wow! Leute! Warte! Ich hab's langsam raus, Luis! Schau dir das an! Richtig gut! Und zack! Wow! Hast du das gesehen? Das war richtig gut! Oh, Leute! Ich bin langsam ein richtiger Superheld! Okay, Leute! Ich glaube... Luis, nochmal vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt. Ich vermisse aber trotzdem meine eigentlichen Eltern. Wir finden die! Okay, so lang bleibe ich hier bei euch. Ein Superheld. Leute, schaut mal! Das Wetter ist heute richtig schön. Die Sonne scheint. Und ich... Braxy? Lumi? Du siehst aus wie ein Superheld. Hä? Guck dich doch mal an. Du bist Spider-Man. Ich bin... Spider-Man? Leute, ich will mich ja nicht unterbrechen, aber ich verliere gleich runter. Hilfe! Jimmy, du hängst da ja. Warte mal. Stopp, Leute. Was ist hier überhaupt los? Seht ihr das? Wir sind alle gemeinsam auf einem einzigen Block. Und warum haben wir Superheldenanzüge an? Schaut mal, ich sehe aus wie Spider-Man. Braxy ist Superman. Und Jimmy ist Batman. Wir sollten ihm erstmal hochhelfen, Braxy. Meinst du nicht? Also, worauf warten wir? Ich baue den jetzt ab, ob ihr wollt oder nicht. Nein, mach das nicht! Schau mal, es hat funktioniert. Ich habe einen Block Erde bekommen und schwupps, schon haben wir mehr Platz. Ist das nicht cool? Das ist mega. Komm, nochmal. Ja, nochmal. Ich baue ab und... Nochmal Erde. Ja, kommt schon. Und zack, jetzt haben wir schon mehr Platz. Warte mal, Jimmy, mach nicht so schnell. Irgendwie kann ich super schnell Sachen abbauen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, das ist meine Superfähigkeit. Okay, aber was kannst du dann, Braxy? Ich sehe gut aus. Warte, Jimmy. Das werden wir ändern. Warte, pass ganz genau auf. Und zack. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Leute, ich habe Braxy einfach mit Spinnnetzen eingeklebt. Schaut mal. Braxy, du hast jetzt überall Spinnnetz im Gesicht hängen.
was ist das eklig, Mann. Oh, warte mal. Ja? Superman hat doch Laseraugen. Nein, warte. Braxy, beruhig dich. Lieber bauen wir den Block jetzt weiter ab und bauen uns eine coole Base. Wie wär's, wenn du jetzt abbaust, hä? Okay. Genau. Oh, noch mehr Erde. Okay, das heißt, ich werde das jetzt auch ganz oft abbauen. Ich will auch... Oh, wir haben Holz bekommen. Ihr wisst, was das heißt. Wir können uns ein Crafting-Table bauen. Und dann werden wir uns ein komplettes Superhelden-Imperium aufbauen. Kommt schon, helft mir, Jungs. Wir müssen hier eine richtig coole Superhelden-Insel bauen. Und Block für Block. Oh, ein Kürbis. Und noch ein Kürbis. Das ist richtig cool. Oh. Yippie. Okay, ihr baut den Block weiter ab. Und ich werde jetzt erstmal ein Crafting-Table bauen. Dafür machen wir Holz. So, so, an, so, und zack, und schwuppdiwupp. Oh, oh, wir haben hier einen Jimmy in groß. Oh, du bist gemein, Brinksy. Okay, habt ihr vielleicht noch was anderes bekommen, außer diese Kuh? Nur Grasblöcke. Wenn ich dir das gebe, gibst du es mir wieder zurück. Nein, wir müssen doch jetzt eine coole Insel bauen. Gib schon her, wir teilen. Hör auf damit. Nein, sie hat mich angeschaut. Wir müssen doch teilen. Also kommt her, schaut mal. Ich habe eine Werkbank für uns. Und ihr gebt mir jetzt eure Grasblöcke, damit wir uns eine coole Insel bauen können. Mann, aber ich will dir nicht alles geben, Lum. Ich gebe dir nur die Hälfte. Okay. Warte mal, woher habt ihr so viel Gras her? Die haben richtig fleißig abgebaut. Das heißt, wir werden uns jetzt eine richtig coole Insel zusammenbauen. Boah. Und Leute, habt ihr vielleicht einen coolen Namen für unsere Kuh? Wenn ja, schreibt auf jeden Fall jetzt einen richtig coolen Namen in die Kommentare. Und der Kommentar mit den meisten Likes, so wird unsere Kuh dann heißen. So, meine Freunde sind schon ganz fleißig am Bauen, denn wir werden uns eine richtig coole Superhelden-Insel bauen. Aber meint ihr, ich kann die Kuh vielleicht mit meinem Spider-Netzen zu Fleisch verarbeiten, weil ich habe echt Hunger. Aufgepasst, Freunde, jetzt gibt es lecker Fleisch. Boah, mach. Okay, dafür werde ich jetzt meine Superhelden-Spider-Man-Fähigkeit einsetzen, Leute. Wenn ich das machen soll, lasst jetzt unbedingt ein Abo da. Das wird richtig cool, Leute. Kommt schon. Okay, 3, 2, 1 und Spider-Man! Wow! Wow, habt ihr gesehen? Ich habe irgendwie ein elektrisches Spider-Netz geschossen und habe sie somit zu Fleisch verarbeitet. Oh, mein Fleisch! Das ist unfair. Das gehört Lumi. Das ist mein Fleisch. No. Okay, Entschuldigung, Lumi. Andere Frage, wir haben so viel Gras gepflanzt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo unser magischer Block ist. War der hier? Ja, da ist der. Lasst uns jetzt weiter abbauen. Ich würde sagen, Leute, wir drei nutzen jetzt all unsere Superfähigkeiten gemeinsam, um so schnell wie möglich eine coole Superhelden-Base zu bauen. Das heißt, wir bauen jetzt alle gemeinsam den Block ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Leute. Oh, und zack, und zack. Und zack. Und zwar, Leute, habe ich jetzt hier so Blöcke drum gemacht, damit unser Zauberblock auch gut beschützt ist. Jetzt wissen wir immer ganz genau, wo er sich aufhält. Lumi! Sieht richtig... Braxy? Guck mal, ich habe ein Lagerfeuer bekommen. Da können wir hier richtig cooles, so einen Campingplatz machen mit Lagerfeuer und Stühlen. Ein Superhelden-Campingplatz. Das hört sich doch cool an. Ihr seht nämlich, Leute, die haben alle ganz fleißig den Block abgebaut. Jetzt haben wir uns schon eine kleine, süße Insel gemacht. Boah, und das Lagerfeuer hast du echt cool gebaut, Braxy. Danke, das ist ein Superheldenlagerfeuer. Wow, schaut mal, dann können wir uns abends immer hier hinsetzen und können uns coole Superheldengeschichten erzählen. Mhm. Und weißt du, was da fehlt, Lumi? Was denn? Das wäre richtig toll, wenn man hier einen Schatten hat. Deswegen habe ich nämlich hier so einen Setzling. Oh, wo hast du denn einen Setzling her? Kam der aus dem Block raus? Ja, und ich habe auch Knochenmehl. Oh. Und schau mal, was passiert, wenn ich das da drauf tue. Mach schon, zeig her. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Yippie. Oh, wartet mal. Wisst ihr, was ich kann, was ihr nicht könnt? Was denn? Und zwar, ich bin ja Spider-Man. Und Spider-Man kann ja Spinnennetze schießen. Also pass ganz genau auf. Und... Zack! Wow, wie cool! Das müsst ihr mir erstmal nachmachen. Schaut mal, ich kann euch das nochmal zeigen. Seht ihr? Ich mache so ein Spinnennetz. Zack! Und jetzt ziehe ich mich hoch. Hey, ich will auch da oben. Was ist? Oh, ich bin Superman. Was? Was? Ich kann fliegen. So, und zack. Okay, das sieht gut aus. Braxy, wie weit bist du mit dem Laser?
Ich bin so gut wie fertig. Boah, schaut mal, Leute. Wir haben jetzt hier so ein richtig cooles Superhelden-Hauptquartier gebaut. Braxy, das hast du echt cool gemacht mit dem Laser. Oh, oh, Mann, er kann so schnell abbauen. Das ist seine Superfähigkeit. Schneller, schneller, schneller. Ich will richtig coole Sachen haben. Warte mal, da kam gerade irgendwas richtig Krasses raus. Hör mal auf, warte mal. Schau mal, hier zum Beispiel. Das ist eine Superheldentür, siehst du nicht? Ich hab auch welche und ich hab sogar eine Gefängnistür. Boah, wie cool. Da können wir ja jetzt ein richtig cooles Superheldenhaus bauen, oder nicht, Braxy? Leute, was wollt ihr wirklich nur ein Superheldenhaus bauen? Das ist doch voll langweilig. Lass doch da oben einen Aufzug bauen. Ich hab nämlich auch Aufzugteile bekommen. Schaut mal hier. Warte mal. Aufzug? Eine Fernbedienung? Warte mal, Leute, das bedeutet, wir können uns einfach einen funktionierenden Fahrstuhl bauen. Wie cool wäre das, wenn wir einen Fahrstuhl hätten, der uns nach oben fährt. Und dann haben wir hier oben einfach eine richtig coole Superheldenbase. Warte, das muss ich mir anschauen. So, zack und schwupp, wow. Leute, Spider-Man sein macht Spaß. Ja, also ich habe eine gute Aussicht. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier eine Plattform bauen und dann einen Fahrstuhl nach hier oben machen? So, der letzte Block, der muss jetzt noch mit der Fernbedienung verbunden werden. So, Leute, Spider-Man Lumi hat jetzt alles mit der Fernbedienung verbunden. Ich muss jetzt hier nochmal diesen Kontrollblock hinmachen. Jetzt muss ich das einmal noch verbinden mit der 2, weil hier oben ist... Braxy, Jimmy, was macht ihr denn da oben? Wir bauen weiter. Boah, die bauen eine komplett zweite Etage da oben hin. Ich sag doch, wir bauen die krasseste Superheldenbase in den Wolken, die ihr je gesehen habt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal den Fahrstuhl und hoffe natürlich auch, dass er funktioniert. Okay, das ist alles verbunden. Jetzt stelle ich mich hier drauf und muss nur noch auf die 2 drücken. Und es funktioniert. Der Fahrstuhl geht. Tada, schaut mal, Jungs. Kuckuck. Wo kommst du denn her? Ja, ich habe den Fahrstuhl benutzt. Kommt alle her, ich zeig euch das. Okay. Kommt alle drauf. Achtung, wir fahren jetzt gemeinsam nach unten. Zack. Ihr beiden, wenn ihr nicht wollt, dass ich euch auch erschieße, dann, gebt ihr mir sofort eure Superheldenanzüge, hört ihr? Niemals! Das müssen wir. Er hat eine Pistole. Das ist eine Maschinenpistole. Peng, bang, 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 bang. Ist ja gut. Hier. Alles her damit. Denn Leute, ich werde jetzt nicht nur Spider-Man, ich werde Superman Spider-Man. Und Jimmy, dein Anzug will ich auch haben. Der passt dir doch nicht mal. Ich bin ein Mini-Mann. Der passt dir nicht, Lumi. Er hat recht, Leute. Aber was mache ich jetzt mit den beiden? Die haben mich mit den Zombies einfach alleine gelassen. Vielleicht muss ich den beiden eine Lektion erteilen. Wie wäre es, wenn ich beide einfach fesse? Ich bin Spider-Man. Lass mich los, lass mich los. Jimmy, du bekommst noch Netze ab. Nimm das. Bitte nicht. Jetzt habe ich die Superheldenbase für mich ganz alleine. Oh, ich werde mich jetzt so lange ans Lagerfeuer setzen und werde hier schlafen. Oh Mann, aber der Tag war trotzdem richtig cool. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Like und ein Abo dalassen. Vergesst nicht, meine Freunde in der Beschreibung abzuchecken. Und bevor ihr geht, müsst ihr auch rechts drauf drücken. Das ist auch ein echt cooles Video. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Video, Leute. Macht's gut!